Manbo 3D, dein Printing- und Tech-Channel. Hallo zusammen, heute möchten wir uns einmal einen echten Mini-Drucker anschauen, den Crux, wie auch immer, One. Vielleicht eine echte Alternative zum Prusa Mini, kostet nur ein Drittel. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir einen Daumen oben und über ein Abo von euch würde ich mich riesig freuen. Auf geht's! An dieser Stelle muss ich zugeben, dass dies meine allerersten Berührungspunkte mit einem Tronxy-Drucker sind. Als ich vor einigen Jahren mit dem 3D-Druck angefangen habe, habe ich in den Foren und Beiträgen immer mal wieder von den Tronxys gelesen und dann ganz schnell von dieser Marke Abstand genommen. Nun ja, dies war vor mehreren Jahren, aber komischerweise hat mich ein innerer Trieb immer wieder bei diesem Namen zusammenzucken lassen. Ihr kennt das bestimmt, wenn man als Kind auf eine Grete in seinem Fischstäbchen beißt, dann ist man sein ganzes Leben lang skeptisch gegenüber Fisch auf dem Teller. Nun ja, inzwischen liebe ich Fisch und vielleicht bekehrt mich dieser kleine Drucker ja ebenfalls. Tronxy Direct hat mich angeschrieben und gebeten, ihren neuesten, kleinsten 3D-Drucker, den Crux One, einmal vorzustellen. Dieser wurde direkt 2 Tage später aus dem tschechischen EU-Lager geliefert. Die Maschine wiegt unter 6 Kilogramm und wäre damit sogar etwas für mein Wohnmobil. Mein Drucker kam mit einer PI-beschichteten, magnetischen und strukturierten Federstahl-Druckauflage. Diese kostet gegenüber der Glasbett-Version nur 10 Euro mehr und ich kann diese Variante nur jedem empfehlen. Das Fitzelchen Testfilament hat die hässlichste Materialfarbe, die ich je in einen Drucker geschmissen habe. Sie erinnert mich auch irgendwie wieder ans Essen. Komisch eigentlich. Der Filamenthalter ist aus Metall, simpel aufgebaut, aber funktional. In der zweiten Kartonebene steckt dann eigentlich auch der gesamte Drucker. Der galgenförmige XZ-Aufbau ist bereits fertig montiert und ist mit der Base durch eine Verkabelung bereits verbunden. Beide Elemente müssen also gemeinsam aus der Verpackung geholt werden. Unter- und Oberteil werden mit genau 5 Schrauben verbunden. Diese Schrauben, das passende Werkzeug, etwas Kabelbinder und eine Mini-SD-Karte mit USB-Adapter liegen dem Drucker bei. Die Anleitung ist lediglich auf Englisch verfasst, macht aber nichts, der Aufbau ist kinderleicht. Das ist nicht der Henkel zum Wegschmeißen, nein, mit diesem Griff lässt sich der Kleine schön von A nach B tragen. Die Z-Spindel ist an der Oberseite des Druckers sehr stabil und vibrationsfrei eingelassen und wird auch beim Auf- und Abfahren nicht hin und her schlingern. Anschlusstechnisch kann dieser Drucker mit einer Mini-SD-Karte gefüttert werden. Ein USB-A und B-Anschluss sind ebenfalls an Bord. Dem Betrieb mit einem USB-Stick steht also nichts im Wege. Die Druckraumgröße mit 180 x 180 mm ist übersichtlich, aber planbar. Interessant ist der geringe Fußabdruck der Gesamtstellfläche von 580 x 250 mm. Sehr spannend sind die neuen Führungssysteme des Crux One. Eine sogenannte OSG Speed Linearrollenführung. Es ist eine Mischung aus V-Rolls und Linearschienen. Ich habe das ehrlich gesagt noch nicht gesehen. X und Y werden auf diesen Schienen so geführt. Es sieht auf jeden Fall sehr stabil und flüssig aus. Und ich bin gespannt, ob diese Art der Führung sich positiv auf die Druckergebnisse auswirkt. Das Filament wird durch einen einfachen Direct Drive Antrieb, einen Single Gear, in den Extruder befördert. Dieser kann auf bis zu 275 Grad aufgeheizt werden. Mächtig ist vor allem die Bauteilkühlung. Diese wird durch einen starken 50-50 Radiallüfter befeuert. Die Endstops sind mechanisch und haben diese kleinen Klickschalter.
Das Leveling ist sehr einfach gehalten, funktioniert aber sehr gut. Der menügeführte Prozess lässt euch an 5 Stellen mittels der mitgelieferten Leveling-Karte die Abstände zwischen Nozzle und Bett einstellen. Dies geschieht ohne Leveling-Sensor, läuft jedoch aufgrund der sehr großen und zugänglichen Einstellschrauben stressfrei und bei einer solch kleinen Fläche ist bei einem gut eingestellten Bett eine Automatik auch etwas übertrieben. Das 2,8 Zoll Farbdisplay ist einfach gehalten. Er ist nicht der schönste, aber er funktioniert. Hier bedeutet Touch auch noch Touch, man drückt hier schön tief das Panel ein. Die X-Achse ist mit einem komfortablen Riemenspanner ausgestattet, leider sucht man diesen für die untere Y-Achse vergebens. Das Filament wird durch einen Filament-Runout-Sensor in den Bowden-Tube geschoben, der dann letztendlich im Direct Drive endet. Um das Filament hier gut einfädeln zu können, empfiehlt sich ein Spitzschnitt am Ende des Fadens. So, nun wollen wir aber auch mal einiges an Modellen mit unterschiedlichsten Materialien durch die Nozzle quetschen. Als erstes werden wir Obi-Wan Kenobi verpflichten. Ich denke, dass das Kinn hier einen zu weiten Übergang hat, deswegen werden wir dieses einmal stützen und die restlichen Bereiche mit Support-Blockern sperren. Jetzt werde ich mich aber etwas zurücknehmen und den Drucker machen lassen.
Nein, 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 das ist nicht das, was ihr jetzt denkt. Das ist was echt Nützliches und vor allem für diesen kleinen Drucker. Wir haben hier einen Filamentrollenhalter, der oben auf den Crooks draufgeschraubt wird. Damit verringert sich der Fußabdruck noch einmal und wir haben eine kleinere Stellfläche. Diesen habe ich mit ABS gedruckt, ohne Einhausung. Das Druckbett heizt bis 110 Grad hoch und das Teil ist großartig geworden. Die maximale Bauhöhe bei diesem Drucker liegt bei 180 mm. Das versuche ich jetzt einmal mit so einem Wobbling-Test komplett auszureizen. Er druckt diese Röhre bis oben hin fehlerfrei. Er kommt aber nicht in Summe auf 180, sondern maximal auf 175 mm. Und jetzt fährt er sich auf der letzten Linie ein, weil er nicht mehr höher kommt. Es gibt noch Möglichkeiten, die maximale Z-Druckhöhe um 4 bis 5 mm zu erhöhen, sodass wir an die 180 mm herankommen. Das Bett kann über die Schrauben in Summe noch etwas abgesenkt werden, also wird die Federspannung gestrafft. Dann muss der Kontaktpunkt für den Z-Endschalter noch etwas abgesenkt werden, damit das Bett tiefer heruntergefahren werden kann. Dadurch gewinnen wir in Summe dann etwas Höhe. Mich persönlich hat die Kompaktheit dieses Druckers und die wirklich sehr gute Druckqualität über alle Materialien hinweg begeistert. Nicht zuletzt steht dem Drucker die sehr gut haftende PII-Federstahlplatte gut, die auch meine PETG- und ABS-Druckjobs verlässlich absolviert hat. Klar, er hat nicht die Qualität und Möglichkeiten eines Prusa Mini, aber für knapp 185 Euro bekommen wir fast 3 Crooks One für ein Prusa Mini. Und das ist bei der Leistung, die der Kleine hier gezeigt hat, wirklich krass. Für alle, die einen kleinen Zweitdrucker suchen, ist dieser Mini hier eine gute Wahl. Er hat einen geringen Platzbedarf, das Netzteil ist integriert und nicht wie beim Prusa extern liegend. Es hat genug Power um das Board und die Nozzle in gerade mal 4 Minuten auf ABS-Drucktemperatur zu bringen. Die Möglichkeiten im Menü mit der Marlin 2 Firmware sind zwar überschaubar, aber Baby-Steps sind während des Drucks auch möglich. Die größte Optimierung sehe ich in der Filamentzufuhr. Das Filament bleibt gerne im Runout-Sensor stecken und dann muss man es irgendwie hin und her bewegen, um es dann doch in den Bowden-Tube zu bekommen. Das kann teilweise ziemlich nervig sein, es lässt sich aber mitleben. Ja, jetzt kommen wir schon wieder ans Ende meines Videos. Ich freue mich, dass ihr so lange zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like oben, abonniert mir meinen Kanal, das kostet nichts. Wir machen hier viel über 3D-Druck, über 3D-Scan. Bleibt einfach dabei, drückt die Glocke und werdet informiert, wenn es neue Videos gibt. Ich freue mich mit euch aufs nächste Mal. Bleibt gesund und happy printing! Manbo 3D, dein Printing- und Tech-Channel.